Und ja, zusammen mit dem Makroring gehen wir jetzt auf Objektivsuche. Auf Objektivsuche, wir suchen keine Objektive, wir suchen Motive. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie du siehst, ich bin in der freien Natur. Der Winter ist schon weg, man hört vielleicht die Vögel im Hintergrund zwitschern. Es ist Frühling und wir gehen natürlich hinaus. So, was passiert im Frühling? Im Frühling kommen natürlich kleine Blümchen heraus. Es gibt wieder viel zu entdecken und genau das ist der Grund für das heutige Video. Und zwar geht es um das Thema Makrofotografie. Gerade jetzt, wo die Natur so aufblüht, ist es immer ein ganz, ganz interessantes und tolles Thema. Jetzt geht es mir natürlich so wie vielen anderen. Ich habe kein explizites Makroobjektiv. Ich verwende es eigentlich auch nicht so oft. Das heißt, ich habe eigentlich kein großes Interesse daran, mehrere hundert Euro für ein Objektiv auszugeben. Und das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir einen Makroring gekauft. Den zeige ich euch hier. Was habe ich in der Hand? Ich habe hier meine Fujifilm X-T5. Ich habe da einen Makroring und darauf aufgesetzt habe ich mein Objektiv. So, das heißt, die Kamera hatte ich schon, das Objektiv hatte ich auch schon. Ich habe mir diesen Makroring gekauft. Da reden wir preislich von unter 100 Euro in diesem Fall. Das heißt, ich bin wesentlich günstiger, als das mit einem Makroobjektiv tatsächlich möglich gewesen wäre. So, und damit wir nicht umsonst draußen sind und nicht nur quatschen, gehen wir gemeinsam auf die Motivsuche. Wir werden sicher das eine oder andere interessante Motiv finden. Und dann schauen wir uns einfach an, was dabei rauskommt. Kommt's mit! So, ich habe hier in der Nähe gleich einen kleinen Rinnsal oder ein kleines Bacherl. Und das ist insofern ganz praktisch, weil durch das fließende Wasser entstehen da immer so ganz kleine Luftbläschen. Und die habe ich jetzt gerade entdeckt. Ich blende da kurz was ein, damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie das ausschaut. Und genau die möchte ich jetzt tatsächlich mit dem Makroobjektiv fotografieren. Eine interessante Sache vielleicht ist nämlich das Thema, wie wird die Kamera eingestellt. Ich habe die Kamera auf AFC, also auf Continuous Autofocus eingestellt. Das heißt, gerade bei Makrofotografie ist es ja so, dass wirklich ganz, ganz kleine Bewegungen einen sehr, sehr großen Unterschied bezüglich der Schärfe machen können oder des Schärfebereichs. Das heißt, wenn man jetzt nicht mit einem Stativ arbeitet, was ich momentan nicht tue, dann hat man natürlich immer natürliche Bewegungen und der Abstand zum Motiv verändert sich ständig und das kann man tatsächlich über den Continuous Autofocus ausgleichen. Das heißt, ganz, ganz wichtig, AFC einschalten. Das ist dann schon einmal die halbe Miete und grundsätzlich würde ich von der Blende nicht zu weit nach unten gehen. Ich habe da in dem Fall zum Beispiel ein Objektiv mit Offenblende 2. Ich bewege mich da aber irgendwo im Bereich von Blende 5, 6 bis teilweise sogar 8, um den tiefen, Tiefenschärfe, um diesen Bereich dann tatsächlich auch einigermaßen scharf abzudecken. Ja, und das wäre so im Grunde eigentlich die wichtigste Einstellung. Und dann schauen wir uns einfach einmal das erste Motiv an und probieren wir einfach einmal und schauen, was dabei rauskommt. Es gibt auf jeden Fall im Anschluss wieder Fotos dazu. Gerade im Bachlauf haben wir es natürlich auch mit etwas Bewegendem zu tun. Das Wasser bewegt sich ja, es fließt ja. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, dass die Verschlusszeit entsprechend hoch ist, damit wir tatsächlich auch wirklich scharfe Fotos erhalten. Haben wir zu kurze Verschlusszeiten, dann sieht man natürlich die Bewegungen drinnen. Das ist
auch ein Thema, mit dem man sich natürlich spielen kann, um spezielle Effekte zu erzeugen. Möchte man aber wirklich ein scharfes Foto haben, dann muss die Verschlusszeit möglichst kurz sein. Einen der besten Tipps, den ich dir da geben kann, ist, wenn du tatsächlich ein Gefühl dann einmal entwickelt hast für den Abstand, den du zum Motiv wählen musst, für die richtige Belichtungszeit, dann probier möglichst viel aus. Unterschiedliche Perspektiven, Hochformatfotos, Querformatfotos, geh ganz nah ran, dreh die Kamera, geh runter, fotografier's von oben und von allen möglichen Seiten. Du wirst sehen, es kommen total interessante Fotos dabei raus und umso kreativer du bist, ja, desto interessanter werden schlussendlich die Fotos. Es gibt so viel zu entdecken in der schönen Natur und gerade auch die kleinen Sachen, und da zahlt sich tatsächlich aus, auch wirklich ein bisschen Zeit zu investieren, zumal man selber dabei natürlich Ruhe finden kann. Ich habe jetzt hier entlang des Bachlaufs noch eine zweite Stelle gefunden, die mich tatsächlich sehr interessiert. Und zwar haben wir da ein sehr, sehr flaches Bachbett, wie du vielleicht auch schon auf Teilen des Videos gesehen hast. Und da sind natürlich auch viele Steine drinnen, Kieselsteine und dergleichen. Und das Coole ist, dass von schräg hinten die Sonne aktuell kommt. Das heißt, wir sehen ganz gut auf dem Boden. Das heißt, die Kieselsteine und so. Wir haben allerdings auch Lichtspiegelungen im sich bewegenden Wasser. Das finde ich persönlich ganz interessant, weil da gibt es Reflexionsspiele und dergleichen. Und genau das versuche ich jetzt einfach anhand eines Fotos festzuhalten. Und weil wir Fotografen und Fotografinnen natürlich alles Menschen sind, kann jedem Folgendes passieren. Der Speicher ist voll. Aber deswegen ist es wichtig, immer vorzusorgen. Und zum Glück habe ich in meiner Tasche noch ein Speicherkartenetui. Und jetzt werde ich die Speicherkarte tauschen, damit ich weiter Makrofotos machen kann. Auch wenn die Location hier gerade ziemlich cool ist, durch das fließende Wasser gepaart mit der Makrofotografie, möchte ich mich trotzdem davon fest losreißen. Es gibt nämlich entlang des Bachlaufs schon das ein oder andere Blümchen, das da hervorschaut. Und so eins möchte ich jetzt auch noch finden und auch noch gemeinsam mit dir fotografieren. Im Grunde sind da jetzt die Einstellungen sehr ähnlich. Die Blümchen bewegen sich natürlich nicht so wie das Wasser, das heißt, man kann da möglicherweise durchaus eine etwas längere Verschlusszeit verwenden. Generell würde ich aber trotzdem immer darauf achten, die maximal mögliche Verschlusszeit zu verwenden, um wirklich gestochen scharfe Fotos zu erhalten. So, und dann gehen wir einfach mal schauen, was wir da so finden. Einen weiteren Tipp, den ich dir mitgeben kann für die Makrofotografie, ist jetzt speziell für Blumen oder natürlich halt auch, wenn es kleinere Tiere sind, durchaus auch den Hintergrund im Auge zu behalten. In der Makrofotografie ist es so, dass man natürlich doch sehr gute Hintergrundunschärfe zusammenbekommen. Allerdings gibt es natürlich auch viele Störelemente, die da mit hineinspielen. Und diese möchte man natürlich in der Regel doch eher vermeiden. Das heißt, es ist vielleicht dann doch eine gute Idee, hin und wieder, wenn man tatsächlich zum Beispiel eine schöne Blume gefunden hat, den Hintergrund ein wenig zu säubern. Das heißt, von irgendwelchen Pflanzenresten zu entfernen. Oder oft, so wie es jetzt auch jetzt ist, ne, wo man tatsächlich nicht nur eine grüne Wiese hat, sondern zwischendrin auch immer noch eine braune Gras. Halme
tatsächlich herausstehen oder zu sehen sind, die dann vielleicht tatsächlich einen unschönen Strich durch das ganze, durch die ganze Hintergrundunschärfe ziehen, den man vielleicht nicht wirklich haben möchte. Und da muss man tatsächlich schon bei der Fotografie darauf schauen. Man kann natürlich hinterher noch Dinge verbessern und wegstempeln und hin und her, aber das ist natürlich alles mit Arbeit verbunden. Und wer halt tatsächlich vorher schon drauf schaut, hat den Vorteil, dass das Foto im Grunde eigentlich schon ganz, ganz gut ist und die Nacharbeit zu minimieren ist. Das heißt, immer wirklich auch alles anschauen, schaut auch die ganzen Ränder rundherum an, dass nichts hineinsteht. Oft sind es dann kleine Grashalme, die auf der Seite hineinstehen, die man wegstempeln muss oder wo man dann halt einfach hergeht und das Bild beschneidet. Und das kann man im Grunde eigentlich vermeiden. Wichtig ist wirklich das Display von oben nach unten, rechts nach links, die Umrandung etc. komplett zu kontrollieren und zu prüfen. Ein weiterer Tipp ist natürlich auch, natürlich wie in jedem anderen fotografischen Genre auch, ja, gibt es natürlich auch andere Regeln, die man einhalten kann oder die ein Foto besonders ansehnlich machen. Ja. Vordergrund macht Bild gesund. Das ist auch in der Makrofotografie so. Und gerade wenn man jetzt Blumen fotografiert oder irgendwelche anderen Motive in der freien Natur, ja, dass man einfach schaut, dass man drei Layer zusammenkriegt. Wirklich einen Vordergrund, der zum Beispiel ganz unscharf ist, dann wirklich den, ich sage jetzt einmal Mittelgrund dazu, also die mittlere Bildtiefe, wo dann tatsächlich auch das Motiv zu finden ist, dass das tatsächlich wirklich scharf abgebildet ist und dann, dass man ein bisschen nach hinten noch Fläche hat für den Hintergrund, damit man tatsächlich auch eine wirklich schöne Unschärfe erreicht und somit das Motiv tatsächlich hervorhebt. Ja. Und auch in den Vordergrund stellt sozusagen, na, dass man wirklich das Motiv total schön sieht und man viel Unschärfe im Bild hat. Ich denke, aus meiner Sicht macht es tatsächlich ein Makrofoto tatsächlich ansehnlich. Ja. Wenn man jetzt größere Objekte hat, die man fotografieren möchte, jetzt nicht so kleine Blümchen, sondern tatsächlich große Blumen etc. und das auch tatsächlich mit dem Makroobjektiv macht, dann muss man im Gegensatz zu dem, was ich heute habe, tatsächlich ein Stativ verwenden und da muss man zum Beispiel auch mit Fokus-Stacking arbeiten. Das heißt, dass man wirklich das Motiv Stück für Stück mit dem Fokus bearbeitet, das heißt immer den Fokus verschiebt, so dass man tatsächlich auch das komplette Motiv scharf abbilden kann, weil wir ja in der Makrofotografie doch eine sehr, sehr geringe Tiefenschärfe haben und deswegen größere Motive auch nicht vollständig scharf abbilden können. Und diese vielen Fotos mit den unterschiedlichen Schärfebereichen, die man dann tatsächlich macht, muss man dann irgendwo über Photoshop oder über ähnliche Tools zusammenrechnen. Das war aber nicht die Aufgabe und das Ziel für heute. Ich wollte dir einfach vermitteln, dass man mit einem Makroobjektiv oder aber in meinem Fall halt mit einem Makro-Zwischenring durchaus auch mal hinausgehen kann. Gerade jetzt bietet es sich natürlich an, weil extremst viel hervorsprießt und wird zum Leben erwacht. Und da ist das eine tolle Abwechslung, tatsächlich auch einmal diese Art der Fotografie zu betreiben. In diesem Sinn, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich habe dir ein paar Sachen zeigen können und ein paar Tipps geben können. Ich hoffe auch, dass die Fotos gefallen haben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Probieren, viel Spaß bei deiner Makrofotografie. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und ich für meinen Teil freue mich natürlich, die klassischen YouTube-Abschlussgesänge über ein Like von dir, über ein Abo, über einen Kommentar. Ihr wisst, wie das ist. Der YouTube-Algorithmus schläft nicht, der will gefüttert werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir helft, da meinen Kanal etwas weiter nach vorne zu bringen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Fotografie. Ich wünsche dir immer genau das Licht, das du brauchst. Und bis zum nächsten Video. Ciao, bis bald.